grüße euch und schön, dass ihr eingeschaltet habt zur weiteren Folge Girlfriend from Hell mit mir, dem Fuchsel und dem lieben Peter hier. Der Witz wird nicht alt. So, also wir haben in der ersten Folge haben wir jetzt die ersten 5 Level gemacht und jetzt bleiben uns noch 3 Stück übrig. Ich schau mal, ob ich die halbe Stunde gleich vollkriege. Ansonsten, ja, gucken wir mal. Level 6. Für die Leute, die vergessen haben, was die Hintergrundgeschichte ist, was sie hier für ein Kinn hat in der Mitte. Bei Nein, danke. Nein, danke. Ich habe ein Arschkinn. Im Kopf und zu viel Oettinger. Okay, hier schon auf. So. Wie schmutzig du bist. Jetzt werde ich dich waschen. Okay, er macht erstmal ein Schläfchen. Mal gucken, hier haben wir Glas mit Farben und eine Bärenfalle. Schneuzen. Okay, hier unten gibt es keine Sachen hier. Jetzt kann ich da hoch zu seinen Hanteln gehen. Oder macht Morgentraining halt einfach. Wir müssen erstmal seine Gewohnheiten durchgehen. Und wir lassen uns erstmal erwischen. Verdammt. Ich habe gerade überlegt, was war denn das für eine Tür, was da war? Ich wusste nicht, dass er zur Haustür rennt. Was wäre denn nach Hause? Ein Gamer, der geht nicht vor die Tür. Ich spreche da aus Erfahrung. Wie schmutzig er doch ist. So, weitere Frage. Ah ne, ich dachte, wenn die Rätsel mache, vielleicht schleicht sie dann nicht. Von A nach B. So, dann kann man hier nur Teller nehmen. Okay, wir können nicht nach oben. Das sind also die Gegenstände, die wir haben. Hier muss die Bärenfalle wahrscheinlich hin. Jetzt geht er zur Haustür. Die Frage ist, was macht er da? Wir können mit der Seife was machen. Jetzt geht er zum Auto. Mit dem Auto kann ich nicht interagieren. Wir beobachten erstmal, was er macht. Okay, dann geht er aufs Klo. Oh, er geht aufs Klo. Aber es muss doch ein Streich gehen. Es sind ja insgesamt 4 Stück. Irgendwas muss ich noch machen können. Ich verstecke mich mal hier. Wie gesagt, wir gucken uns erstmal die ganze Sache nur an, was er macht. Dann wäscht er sich die Fresse. Die Hackfresse. Dann könnte er sich ein Getränk. Kann ich hier irgendwas machen? Mit dem Kühlschrank kann ich nur irgendwas machen. Oh, das war zu früh. Ah ne, doch, rechtzeitig. So. Wieso geht's jetzt da rein wieder? Jetzt. Bleib doch mal da. Jetzt so. Okay. Farbe auf das Klopapier. Farbe auf das Klopapier. Kondensmilch aufs Klopapier? Nein. Okay, ist ein bisschen blöd, dass die Tür da direkt dran ist. Was bringt es, dass ich Kondensmilch aufs Klopapier schmier? Außer es feucht ist. Irgendwie fehlt ja auch der klassische Streich aus dem aus Neighbors from Hell. Einfach das Klopapier ins Klo stopfen und überschwemmen lassen. Okay, dann sammeln wir erstmal wieder alles ein. Peter macht ein Schläfchen. Ich frage mich, wenn er schläft, ob ich dann hier oben rein kann. Na gut, er wird jetzt gleich wieder aufwachen, schätze ich mal. So, Kondensmilch. Kann ich mit dem Kühlschrank was machen? Kondensmilch mit dem Kühlschrank? Hm. Soll ich Kondensmilch mit dem... Kondensmilch, das sieht für mich aus wie Nutella.
Ah, jetzt was Klo überschwemmt. Okay, und weiße Farbe. Oder jetzt Klopapier einfach mitgenommen. So, weiße Farbe in die Dinge rein. Oh oh. Schnell rein da! Na? Dieser Schrei immer. Dieser Schrei immer, das klingt immer wieder so wie: Ach, es ist jetzt 4 Uhr nachts, alle Leute schlafen. So, jetzt geht ja kacken, jetzt ist kein Klopapier mehr da. Mensch, so schlimm ist es nicht. Du hättest ja auch den Duschvorhang hernehmen können. Das wäre meine erste Idee gewesen. Was war denn das für eine Farbe, dass ihn seine Augen nur entzündet? Ich dachte, sein Gesicht wird jetzt komplett weiß. Und er bewegt sich wieder zurück in die Küche. Ich weiß nicht, ich glaube, ich hätte eher die... Also ich hätte das Nutella... Ich hätte ganz ehrlich das Nutella mit dem Klopapier verwendet. Dass jedes Mal, wenn er sich abwischt, dass ich denke, oh scheiße, hängt ja immer noch was dran. Okay, das war Folge 1. Dann haben wir hier noch zwei weitere. Wie viele Rätsel waren das jetzt? 5? Okay, beliebige Taste. So, was macht er denn? Was für ein Schurke, wir haben uns erst vor ein paar Stunden getrennt und er schaut sich schon andere Mädchen an. Keine Sorge, jetzt werde ich ihm zeigen, was ein Mann wie er wirklich anschauen sollte. Ist nicht sie hier? Nee, momentan falsche Haarfarbe. Und so, Säge und ein Ziegelstein. Okay. Der wird hier irgendwann hier unten vorbeikommen. Hier unten ist schon eine Pfütze. So, hier ist Müll. Eine Bananenschale. Kann ich hier noch irgendwas schnappen? Jetzt sag mal, wie lange guckt denn der hier? Okay, mal sehen. Rein aus Neugierde, könnte ich reingehen? Are you winning, son? Also ich habe verloren, er hat gewonnen. Das Problem ist halt, wenn er sich ja nicht bewegt, dann weiß ich ja nicht, wo ich halt irgendwo zuschlagen kann. Kleiner Böswicht. Der Peter. So, dann gehen wir wieder hoch und holen die Bananenschale. Dann haben wir alle 4 Gegenstände. Zumindest sehe ich hier keine weiteren Gegenstände. Bei 5 Streichen. Es war gut, dass jetzt die Tür genommen hat, weil ich habe hier unten hingeklickt, dachte, die rennt jetzt hier. Wurmel oder Bananenschale? Okay, bei Wurmel legt sie nicht hin. Dann kommt hier die Bananenschale hin, so gesehen. Aber was kann ich mit der Säge? Da kann ich wahrscheinlich seinen Stuhl manipulieren. Und der Ziegelstein? Kann ich mir vielleicht vorstellen, dass ich seinen... Ah.
Warte mal, ich glaube, ich weiß, was ich mache. Ich glaube, der geht da oben nämlich gar nicht weg. Jetzt verstehe ich's. Der geht da oben gar nicht weg, der Herr. So, irgendwas kann ich jetzt am PC umbauen. Kann ich auch den Tisch ansägen? Da regt er sich auf. Sein Stuhl kann ich nur manipulieren. Okay. Das hat er davon, der Sack. Da muss eh schon durch. Was habe ich am PC jetzt eigentlich umgeändert? Wow! Na, siegreich! Hurra! 5 Sterne, jawohl, und wir haben noch 20 Minuten, scheiße. Ich glaube, wir werden die doch miteinander verbinden müssen, hilft nichts. Ist auf jeden Fall ein cool, klug gemachtes Rätsel, dass man den irgendwie weglocken muss. So, letzte Episode. Dann schauen wir mal rein. Okay, jetzt können wir auch hier runter in die Waschküche gehen. Mein Liebster hat mich für Computerspiele eingetauscht. Es ist Zeit, alle Computer in diesem Haus auszuschalten. Ja, super, vor allem für Tetris, ey. Okay, jetzt möchte ich einen Kaffee haben oder Kaffee holen. So, jetzt haben wir hier noch einen Kleber. Da wird die Bärenfalle hingesetzt auf jeden Fall. Und dann gibt es noch die Waschküche. Hier sind noch Spinnen, die kann ich einsammeln. Dann geht er hoch in den Serverraum offenbar. Okay, damit kann ich nichts machen. Oder er tut Krypto meinen auch machen. Kann ich hier irgendwas machen? Da ist so eine Hantel, die kann ich aber nicht nehmen. Jetzt geh hoch. Dann putzt er sich die Zähne. Da weiß ich schon, wofür der Kleber ist. Oh, hoffentlich kommt er deswegen jetzt nicht hoch. Nee, kommt er nicht. Okay, ganz offensichtlich kommt hier der hier hin. So, jetzt ganz schnell den Kleber mit. So, jetzt muss ich ihn verstecken, weil als nächstes möchte er sich ja die Zähne putzen. Jetzt weiß ich noch nicht, was ich da mit den Hochpointer jetzt bin. Achso, er rennt nach oben. Feder mit seinem Stuhl? Aber was muss ich jetzt unten mit den Spinnen machen? Da ist noch ein Glas. Das Glas habe ich nicht gesehen. Jetzt sammeln wir mal unten die Spinnen schnell ein. Vielleicht geht das noch. Ah, ne. Ja gut, die Bärenfalle, die kennen wir ja schon. Leere Dose.
Ja, sag mal, jetzt geh doch mal hoch, du Zwiebel. So, ich weiß noch nicht, ob es was bringt, Spinnen in Kaffee zu tun. Oh, ne, geht gar nicht. Ein Streich fehlt noch. Oh, ja, okay, ich bin draußen. Das sollte mir nichts passieren. Jetzt trink mal schneller. Ich glaube, es wird allgemein von der Zeit her nichts. So, ist das hier vielleicht Hilfesystem? Aber gut. Muss ich irgendwas mit seinem PC machen? Spinne mit seinem... Nee. Oh oh. Na ja, gut. Ach, hier oben ist so eine Fläche. Soll die Spinne hier rumrennen? Okay, jetzt ist uns besser. Na? Achso, beliebige Taste. Mensch, ich warte mir hier einen ab. So. Der Kleber? Ja gut, er ist oben hardcore am Tetris zocken. Es ist Zeit, alle Computer auszuschalten. So, dann sammeln wir hier unten die Spinnen ganz schnell ein. Da liegt ein Dinosaurierbein. Timing ist alles. So, kann ich auch hier die Spinnen hinlegen? Da kriegen sie in sein Bett rein. Nee, hier muss die Bärenfalle hin. Okay, der Klebstoff muss noch ein bisschen warten. Tschüss, Bein. Muss schnell aufpassen, wo es hier rinnst. Soll schnell raus hier. Dann die Feder mit den Stuhl. Dann gehen wir nach oben. Legen die Dose mit Spinnen hier hin. Da kichert sie sogar. So, Alter, was er hier für Müll liegen hat. So, jetzt brauchen wir nur noch den Kleber. Jetzt mal die Frage, wenn ich hier oben... Ah, da kann ich gar nichts machen. Ich dachte, das wäre irgendwie ein Hilfesystem. Oh. Nein, 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 nein! Mann! Ich wollte, dass es da reingeht, aber dann ist es wieder rein zurückgegangen. Ist. Aber gut, diesmal kriegen wir es hin. Ist ja nicht so schwer, es läuft nur gerade ein bisschen doof. So, Start. Vielleicht sollte mal das Schloss austauschen. Okay, einmal das Glas holen. Dann die Federung, dann der Kleber. Dann müssen wir hier wieder runter. Da
Dann das Glas nehmen und die Spinnen einsammeln. Dann das Glas nehmen und die Spinnen einsammeln. Dann die Spinnen einsammeln. Dann die Spinnen einsammeln. Jetzt. So, ganz schnell. Ah, es kann knapp werden. So, schnell ins Versteck. So, jetzt warten wir, bis er vorbeigegangen ist. Und dann tun wir die Bärenfalle ablegen. Vielleicht setzt die Bärenfalle hier nicht hin. Jetzt so. Sehr schön. Jetzt ganz schnell die Spinnen hier oben hinlegen. Und zu guter Letzt den Server noch oben manipulieren. Was hast du davon, dass du Kryptowährung betreibst? Was? Das ist die Rache dafür, dass du dafür gesorgt hast, ein Jahr lang, 2 Jahre lang die Grafikkarten so teuer waren und ausverkauft alle. Dreckiges Schwein. Jeder einzelne Gamer wäre mir jetzt dankbar. Für das, was ich hier tue. Ja, okay, passt. Geh schon mal zum Ausgang. So, er trinkt jetzt erstmal seinen Kaffee noch. Kann man ran und. Nee, kann man nicht. Mal gerade schauen, ob man rein und rauszoomen kann. So, er hat sich bis jetzt 3 von 5 Mal aufgeregt. Au, 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 au. Jetzt wieder unter dem Keller? Nö. So, und zuletzt. Oh nein! Meine 1000 Bitcoins sind weg! Das war's gewesen! So. Nee, ist leider kein weiteres Level freigeschalten worden, so gesehen. Dachte mir, vielleicht kommt da irgendwie was, wenn man noch einen weitermacht. Ich mache ganz kurz die Musik hier aus. Beziehungsweise leise. Soweit, das war es jetzt offenbar mit dem Spiel. Also mir persönlich hat es gut gefallen, war recht witzig. Die Rätsel waren ein bisschen einfach, finde ich persönlich jetzt. Halt. Und manchmal war es auch ein bisschen schwierig, die Gegenstände einfach zu finden. Ich meine, es gab die festen Ablagestellen. Da muss man ein bisschen drauf schauen. Und jetzt muss ich noch 7, 6 Minuten reden. Hat auf jeden Fall einen sehr netten Charme. Ich kann mich jetzt nicht beschweren. Wie gesagt, die Rätsel fand ich jetzt ein bisschen zu einfach. Aber gut, im Grunde genommen, Neighbors from Hell war, fand ich eigentlich auch anfangs ziemlich einfach, weil die Rätsel nicht so überwiegend waren. Part 2 war da ein bisschen schwerer mit den ganzen Sachen kombinieren und Dinge halt. Irgendwie auch dieses, was wir halt ganz am Anfang gelernt haben, hier in Folge 2, diese, dass man mehrere Sachen miteinander kombinieren kann, hat man auch irgendwie nur, naja, einmal. So. Wenn da noch mehr kommt, würde ich mich auf jeden Fall freuen. Wenn da noch weitere Level rauskommen, leider ist das Spiel nicht, ist das Spiel Early Access noch? Nee, ist tatsächlich vollwertig fest. Und eine bessere Story halt vielleicht, dass er vielleicht dann wirklich irgendwie, keine Ahnung, Panik schiebt oder so Zeug halt eben. Man kennt es ja eben, wenn dann Leute so merken, oh, Ding hier, und dann hauen sie ins Ausland ab. Das wäre im Grunde genommen jetzt so die Vorlage für Teil 2. Mein Freund wollte mich nicht heiraten, ich habe ihn genervt, jetzt ist er ins Ausland geflüchtet. Doch er ist dort nicht sicher. Ich weiß nicht, welche Sprache der Entwickler spricht, aber das wäre im Grunde genommen jetzt halt eine Möglichkeit für eine Fortsetzung.
Ding hier. Ziemlich nett gemacht auf jeden Fall. Ich kann mich nicht beschweren. Dementsprechend. Habe ich, glaube ich, schon mal gesagt. Aber ich muss, wie gesagt, ein paar Minuten rumbringen oder. Und die Folge wird einfach ein bisschen kürzer. Na gut, dann wird es halt ein bisschen kürzer, hilft dir nichts. Also ich kann es empfehlen. Ist halt, wie gesagt, sehr kurz. Das finde ich ein bisschen schade, dass es so kurz ist. Halt eben zwei weitere Level, dass man halt auf die 10 Level kommt. Das wäre ein bisschen besser gewesen. Ich frage mich auch, warum hier 6 Level und hier nochmal Level 6 steht. Für den Fall, dass man vergisst, welches Level es ist. Oder was man die Abkürzung nicht kennt. Okay, ich werde es wie gesagt weiter beobachten. Vielleicht kommt ja noch irgendwie mal was nach. Ich weiß ja nicht. Für jemanden, der so ein Spiel allein entwickelt, ist auf jeden Fall ein hohes Lob, wenn ich jetzt sage, das hat mir sehr gut gefallen. Na, jetzt fange ich schon wieder damit an. Die Musik bringt mich immer wieder raus. Na gut, ich denke, werde das Let's Play hier einfach beenden. Okay, dann wünsche ich euch noch einen schönen Tag und dass euch alles, was ihr euch vornimmt, gelingt tut. Nehmt eure Freunde mal in den Arm, sonst wird sie euch, ja, ihr habt ja im Grunde gesehen, was passiert, wenn ihr sie liegen lasst. Und wenn sie fragt, willst du mich heiraten, dann sagt, ah, jetzt gerade nicht. Jetzt gerade nicht, ich brauche noch ein bisschen Zeit. Sagt lieber, ich brauche noch ein bisschen Zeit, weil sonst gibt es nur Ärger. Ihr seht, was passiert. Okay, dann würde ich mich über ein Like, einen Kommentar und ein Abo freuen. Vielleicht, wenn ihr in weiteren Spiel von Dead Guys Games wieder dabei seid, falls ihr noch einen zweiten Teil macht oder falls hier noch ein paar weitere Spiele, weitere Level reinkommen. Wobei ich dann nicht weiß, ob ich dann eine extra Folge mache, wenn ihr nur ein einziges Level reinmacht. Ich meine, wir sind ja da schnell durchgekommen. Und ansonsten würde ich mich freuen, wenn ihr in einem anderen Let's Play wieder dabei seid. Also bis dann. Tschüss.